Hallo zusammen. Es ist ganz offensichtlich, dass man an seiner Gesundheit nicht sparen sollte. Es ist uns allen bewusst, doch es kommt trotzdem immer wieder vor, dass wir eine routinemäßige Untersuchung sausen lassen oder einen Zahnarztbesuch so lange aufschieben, bis es nicht mehr geht. Leider gibt es Leute, die in dieser Hinsicht noch leichtsinniger sind. Sie ekeln sich zum Beispiel nicht davor, bestimmte Gesundheits- und Schönheitsdienstleistungen mitten auf der Straße in Anspruch zu nehmen. So nach dem Motto, Hauptsache billig. Glaubt uns, das kann katastrophale Folgen nach sich ziehen. In diesem Video erzählen wir euch von Personen, die sich auf Kosten der Gesundheit ihrer Mitbürger bereichern und erklären, warum man am besten einen Bogen um sie machen sollte. Lasst uns loslegen. Straßenzahnärzte. Jeder weiß, dass die Zahnbehandlung eine der kostspieligsten Gesundheitsdienstleistungen überhaupt ist. In vielen Ländern werden die Kosten dafür von den Versicherungen nicht übernommen, sodass man tief in die Tasche greifen muss, wenn man seine Zahnprobleme loswerden möchte. Aber was soll man tun, wenn man sich nicht einmal eine günstige Zahnbehandlung leisten kann? In einigen Regionen der Erde wird dieses Problem radikal angegangen. An dieser Stelle eine Warnung vorweg, haltet euch von diesen Experten fern. Gemeint sind Straßenzahnärzte, die ihre Patienten direkt auf den belebten Straßen von Großstädten behandeln. Sie tragen Koffer mit allen notwendigen Instrumenten mit. Ehrlich gesagt erinnern diese ganz stark an mittelalterliche Folterkisten, was da nicht alles drin steckt. Zangen, Raspeln und. Das Komischste ist, dass sich die Straßenzahnärzte in einigen Ländern in Konkurrenzkampf gegen die offiziellen Kliniken erfolgreich durchsetzen. Welche Folgen könnte ein Besuch bei einem solcher Zahnheiler nach sich ziehen? Urteilt mal selbst. Die Zahnbrücken, Arzneimittel und Zahnkronen liegen einfach auf dem Boden herum und sind nur durch ein dünnes Tuch vom Straßendreck geschützt. Sie werden zwar desinfiziert, nämlich mit einer speziellen Lösung, mit der die Instrumente und die Hände behandelt werden, aber die Unmengen an Staub und Insekten, was in heißen Ländern ganz normal ist, lassen starke Zweifel an der Effektivität dieser Maßnahmen aufkommen. Außerdem werden Patienten an solchen Orten häufig vor Schmerzen ohnmächtig. Die Qualität der Betäubungsmittel lässt eben zu wünschen übrig. Unter solchen Bedingungen kann man sich mit allem Möglichen anstecken, darunter mit Hepatitis C und B. Es kommt häufiger vor, dass man sich mit diesen Erkrankungen durch nicht sterile Instrumente infiziert. Und wenn man bedenkt, dass sie in den ersten Monaten symptomlos verlaufen, könnte sie in eine chronische Form übergehen. Und das wiederum könnte zu Leberzirrhose oder Krebs führen. Straßentätowierer. Jeder, der sich mal ein Tattoo stechen ließ, hat bestimmt wenigstens einmal in seinem Umfeld einen der nachfolgenden Sätze gesagt bekommen. Damit kriegst du nie einen Job. Wie sieht das wohl aus, wenn du mal alt bist? Das ist gefährlich und so weiter und so fort. Wir bleiben beim letzten Spruch. Dass man sich während eines Besuchs bei einem Profi-Tattoo-Künstler mit etwas anstecken kann, ist nicht weiter als ein Mythos. Vorausgesetzt natürlich, der Tätowierer benutzt Einweghandschuhe, Antiseptika, Einwegnadeln und anderes notwendiges Zeug. Doch es gibt Orte auf der Welt, wo man sich ein Bild direkt am Straßenrand stechen lassen kann, nachdem man sich ein Motiv in einem Bilderbuch herausgesucht hat. Wieso tun sich die Leute das eigentlich an? Tja, wahrscheinlich aus Spargründen. Denn Tattoos sind heutzutage in und gute Tätowierer verlangen öfters mal ziemlich viel Geld für ihre Dienste. Des Weiteren werden solche Orte mitunter von Extremtouristen besucht, die einen Adrenalinkick bekommen möchten. Womit man sich dabei infizieren kann? Naja, zum Beispiel mit den bereits erwähnten Hepatitis-Typen B und C. Außerdem kann die Benutzung von nicht sterilen Instrumenten zu einer Blutvergiftung, allergischen Reaktionen und sogar zu einer Syphilis-Ansteckung führen. Maniküre auf der Straße. Eine Maniküre und Pediküre sind was Schönes, aber dafür fehlt einem ständig die Zeit. In vielen Ländern wird dieses Problem gelöst, indem man Nagelstudios in Einkaufszentren eröffnet. Gibt es denn etwas Einfacheres, als dort in der Mittagspause ohne Termin kurz vorbeizuschauen? Es gibt aber Länder, wo es noch schneller geht. Einheimische Maniküre sehen nichts Schlimmes darin, ihre Dienste mitten auf der Straße anzubieten. Das bedarf wohl keines Kommentars. Ein Besuch bei einem solchen Spezialisten könnte jede Menge Krankheiten einbringen, von Hautpilz bis hin zu Hepatitis. Hier eine wichtige Info, trotz der verbreiteten Meinung ist es praktisch ausgeschlossen, dass man sich unter diesen Umständen mit HIV anstecken kann. Es liegt daran, dass dieses Virus im Gegenteil zu Hepatitis im trockenen Blut und an der Luft nur sehr kurzzeitig lebensfähig ist. Das heißt aber nicht, dass es völlig ungefährlich ist, sich eine Maniküre auf der Straße machen zu lassen. Die Wahrscheinlichkeit, sich da andere Krankheiten zu holen, ist da trotzdem sehr hoch. Straßenbarbiere. In der Schönheitsbranche werden nicht nur für Frauen schnell Dienstleistungen angeboten. In etlichen fernen Ländern kann man sich die Haare und den Bart direkt auf der Straße rasieren lassen.
Nur wenige Schritte entfernt wirbeln die Autos Staub auf und die Einheimischen führen ihre Kühe an der Leine. Ganz zu schweigen von Instrumenten, die selbstverständlich nicht fachgerecht sterilisiert werden. Na und, denkt sich vielleicht jemand, es ist doch nur ein Schritt. Ihr habt sicherlich gehört, dass man seinen Kamm nicht mit einer anderen Person teilen sollte. Und hier scheint der Begriff Hygiene niemandem geläufig zu sein. Und das, wobei das Werkzeug wahrscheinlich voller pathogener Keime und Parasiteneier sind. Außerdem sind die Friseure an solchen Orten in ständigem Kontakt mit der Haut zahlreicher Kunden und scharfen Gegenständen, etwa während der Rasur. Schon beim kleinsten Schnitt in den eigenen Finger erhöht sich die Gefahr, sich mit den oben erwähnten Krankheiten anzustecken, um ein Vielfaches. Straßenmasseure. Kennt ihr das? Man geht nach einem harten Arbeitstag nach Hause und verspürt das unwiderstehliche Verlangen, sich mitten auf der Straße hinzulegen oder noch besser von einem guten Masseur so richtig durchkneten zu lassen. Tja, das ist durchaus nachvollziehbar. Doch wir würden euch nicht empfehlen, euch dem ersten besten Masseur anzuvertrauen, der sich für einen Profi ausgibt. In vielen Ländern trifft man Straßenmasseure an fast jeder Ecke. Es ist wohl überflüssig zu sagen, dass man an ihnen am besten vorbeigehen sollte, auch wenn man eine Massage dringend braucht. Und zwar nicht wegen Infektionsgefahr, sondern wegen möglicher Verletzungen. Eine nicht ausreichend qualifizierte Person könnte euch nämlich neben einer Massage mit Nervengewebe und Muskelverletzungen bescheren. Ganz zu schweigen von schrecklichen Schmerzen in der Wirbelsäule und den inneren Organen. Ohrenreinigung auf der Straße. Es gibt wohl keine Dienstleistung, die man auf den Straßen verschiedener Städte der Welt nicht angeboten bekommt. Mancherorts kann man sich sogar von einem Profi die Ohren putzen lassen. Mehr noch, es gibt Menschen, die sich nur damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Der Vorgang nimmt in der Regel zwischen 20 und 30 Minuten in Anspruch und erfordert den Einsatz einer ganzen Reihe spezieller Vorrichtungen. Die wichtigste davon heißt Ohrenschöpfer. Es ist ein langes, dünnes Werkzeug, das in einem kleinen Löffel endet, mit dem man Ohrenschmalz entfernt. Es gibt auch eine Art Pinsel, mit denen man das Ohr von innen kitzelt. Auch wenn einige Liebhaber dieser Prozedur behaupten, sie würden der Gesundheit gut tun, ist es wissenschaftlich nicht belegt. Erstens, es könnte sein, dass die Instrumente nicht gründlich genug desinfiziert werden. Und zweitens raten alle Ärzte grundsätzlich davon ab, sich irgendwelche Gegenstände ins Ohr zu stecken. Denn damit wird der Ohrenschmalz nur noch tiefer in den Gehörgang hineingedrängt, während man das Trommelfell reizt. Man soll sich die Ohren am besten mit einem feuchten Wattestäbchen putzen, und zwar nur an der Ohrmuschel. Von allem, was tiefer liegt, soll man die Finger lassen. Straßenessen. In Entwicklungsländern war Straßenessen schon immer beliebt und mittlerweile gewinnt es auf der ganzen Welt immer mehr an Popularität. Menschen stehen auf Lokale, in denen man auf dem Weg von einem Termin zum anderen schnell vorbeischauen kann, um sich eine nahrhafte Mahlzeit zu gönnen. Sie werden sowohl von Einheimischen als auch von Touristen besucht, und zwar unabhängig vom Herkunftsland. Aber kann man Straßenessen wirklich unbedenklich verspeisen? Die Antwort liegt auf der Hand, natürlich nicht. Einerseits bieten derartige Läden mehr Transparenz als normale Restaurants. So können die Gäste dem Personal beim Zubereiten ihrer Bestellung zuschauen. Aber die Zubereitung ist nur eine von vielen Phasen der Produktionskette. Man kann nie wissen, aus welchem Nahrungsmittel gekocht wird, wann sie gekauft wurden und wie lange das Öl in der Fritteuse schon verwendet wird. Ihr hättet bestimmt keine Lust auf Fladenbrote aus Teig, der auf diese Weise geknetet wurde, oder? Wir auch nicht. Es lohnt sich einfach nicht, Geld und Zeit zu sparen, wenn die Gefahr besteht, sich eine bakterielle Darmerkrankung, Salmonellen, Staphylokokken oder einfach nur eine Nahrungsmittelvergiftung zu holen. Verbotene Käsesorte. Wir bleiben beim Thema Essen und erzählen euch zu guter Letzt über ein ungewöhnliches Lebensmittel. Wir empfehlen euch aber, es nicht zu probieren, auch wenn die Bewohner einer Mittelmeerinsel bestimmt dagegen protestieren würden. Gemeint ist Käse, ein Nahrungsmittel, bei dem es sich um einen nicht wegzudenkenden Bestandteil vieler Nationalküchen handelt. Manche Käsesorten sind zwar gewöhnungsbedürftig, aber haben nichts Extremes an sich. Doch diese Delikatesse bricht sämtliche Originalitätsrekorde. Sie wird in ihrem Herkunftsland als absolute Köstlichkeit geschätzt und von Touristen gefürchtet, mit Ausnahme von ganz Mutigen. Die Sorte heißt Kasumatsu. Es ist ein überreifer Schafskäse. Auf den ersten Blick sieht er aus wie ganz normaler Pecorino Sardo, aber er enthält eine Geheimzutat. Und an dieser Stelle empfehlen wir euch, euer Essen zur Seite zu stellen, falls ihr gerade am Futtern seid. Bei der Geheimzutat von Kasumatsu handelt es sich um Maden der Käsefliege, die dafür sorgen, dass er eine cremige Konsistenz und einen Verwesungsprozess bekommt. Dorblu ist im Vergleich dazu völlig harmlos. In der Regel wird Kasumatsu komplett verzehrt, ohne dass die Maden entfernt werden. Wenn man es doch tut, dann nur aus Sicherheitsgründen. Diese Lebewesen sind nämlich unglaublich sprunghaft und können bis zu 15 cm hochspringen. Deshalb wird den Anfängern empfohlen, beim Verzehr des Kasumatsu ihre Augen zu schützen oder sich wenigstens nicht über den Teller zu beugen. Doch der Verzehr dieser Käsesorte aus Sardinien birgt neben Madenattacken auch schlimmere Gefahren. Die größte davon ist, dass man sich dadurch eine bakterielle Erkrankung einfangen kann. Im Prinzip ist der Magen eines durchschnittlichen Erwachsenen in der Lage, diese Maden zu verdauen. Doch das passiert nicht immer. In solchen Fällen könnten sich die Parasiten für immer im Darm einnisten und viel Schaden anrichten. Genau aus diesem Grund ist der Verkauf des
Kasumatsu in ganz Europa verboten. Auf der Insel ist er leicht zu besorgen, allerdings nur auf dem Schwarzmarkt. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.